Die andere Richtung willst du. Hier lang. Guck, 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 guck. Okay, dann kämpfen wir halt. Okay, halt. Einige Gegner sind anfällig gegen Magie. So. Und war durch Feuer. Das ist doch schon mal schön. Grausige Klage. Aua. Auf mich zu hauen, was soll denn das? Reicht leider nicht. Und der Feuerschaden ist auch nichts gegen die. Trostlose Bö. Ich glaube, mit dem nächsten Level Up sollte ich vielleicht wirklich mal einen Zauber lernen. Verlangsamen, weiter verlangsamen. Nein, ich bin unterbrochen. Mach sie weg. Boom. Das bringt mir auch ein paar Lebenspunkte wieder. Ja, sehr schön. Das, jetzt aber hier. Puff. So. 150 EP. Vielleicht reicht es demnächst für irgendwas. Höp. Na, ja, kann man nicht hoch. Schade, ich kann... Aurora. Diese Tür ist zu. Wir müssen sie öffnen und zwar nur. Bis sie alle in Reim sprechen. Schlimm. Kann ich Inder irgendwie dazu nutzen? Nein. Ah. Ja, ja, okay. Alles klar. Schieberätsel. Schieben wir das rüber, dann können wir drüben drüber springen. Kann ich da bis ganz dran schieben? Ja. So. Was ist los? So. Hihihi. Oh. Ups. So viel dazu. Alles, du bist voll der Held. Ja. Die verlangsamen wir noch ein bisschen. Verwundbar durch Feuer. So. Über alles Glühwürmchen. Hieb. Jawoll. Bleib dran, bleib dran. Kriegen das hin. Jawohl. Und hieb. Pam. Jawohl. Zurückgeschlagen. Überholt. Jawohl. So. Bisschen Glühwürmchen Power. Und ausgewichen. Warum da, nein, das ist unfair. Ausweichen ist unfair. So. Jawohl. Ja, Vorbereitung erwischt. Und je näher die Gegner am Ende der Vorbereitungszeit sind, umso weiter müsste sie auch zurückschlagen, glaube ich. So, und weg damit. 150 reicht nicht ganz. Aber ein Zaubertrank, immerhin. Hm, es wäre interessant, wenn man sich noch ein bisschen so zumindest in so Sachen nach unten hin umschauen könnte. Okay. Da oben haben wir wieder eine Tür. Mit einem Schalter. Und da haben wir eine Kiste, die auf den Schalter drauf muss. Und da haben wir ein Rad, wo wir drehen können. Wie kommen wir hinauf? Kannst du es mir sagen? Ich wünschte, Flügel könnten dich dorthin tragen. Aurora, erleuchte die Oculi. Lass es mich einmal wagen. Okay. Was glaubst du, schmoren sie in diesen Behältern? Doch keine Kinder. Oh nein, vielleicht gar die Eltern. So, jetzt müssen wir hier rechts irgendwo was machen. Schwierig, schwierig. Weil ich glaube nicht, dass das mir jetzt hilft hier, oder? Jetzt bringen wir die Kiste da runter. Kann ich da runterziehen? Ah.
Nein, da kommst du nicht weit genug. Okay. Anderer Plan. Höp. Dann schauen wir mal, was da rechts, ob ich da irgendwie da weiterkomme. Ich brauch doch noch oben eine Kiste. Aurora, warum hast du eigentlich keine Schuhe? Könnt ihr euch keine Schuhe leisten bei euch im Königreich oder wie? Ah ja. Ach. Okay, das Ding fällt jetzt dauerhaft hin und her. Alles klar. Einfache Schieberätsel. Für den Baller ist schon fast zu schwer. Hallo. Das bin ich. Ich bin der Barber. Freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Jetzt müssen wir warten. Und damit Kiste auf den drauf. Und höp. Bleib stehen, Kiste. Dankeschön. Das hast du gut gemacht. Oh, da oben geht's auch noch mal raus. Ja, da kommen wir so nicht hin. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Was ist das? Ah, okay. Ein ungeschliffenes Smaragd haben wir bekommen. Hihihi. Hihihi. Ah! Scheiße. Ja, das war sehr gut. Das... Tut mir leid, ich hab verkackt. Ich bin schlecht. Los, kurbel mich hoch. Sagen wir, verwirbeln wir immer ein bisschen die Haare. Okay. Mist. Okay, wir gehen hier direkt nach rechts. Hahaha. Damit hast du nicht gerechnet. Ne? Nein! Oh, 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 vor diesem Gargoyle-Ding habe ich Angst. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit? Nein. Okay. Na komm, heute ist es den Gargoyle. Nein, nein! Okay. Als nächstes haben wir sie. Schlag. Ah, drei. Es geht ja. Ja, Verteidigungsschutz vor Unterbrechung, aber macht halt auch nichts, ne? Ja, komm, auf den Gargoyle. Ich glaube, der ist gefährlicher. Okay, er hängt schon ein bisschen, das ist gut. Ne, den überholen wir nicht. Ich glaube, die sind alle beide gefährlich. Ich brauche ein bisschen Heilung. So. Hau den Gargoyle kaputt. Bams. Ja, das ist... Angriff ist die beste Verteidigung. So. Mach ihn kaputt. Danach kriegen wir zum Glück ein Level ab, dann kann ich auch Zauber lernen. Dann sind die bestimmt auch leichter weggehauen. So. Ein bisschen Heilung wieder einsammeln an der Seite. Gegner verlangsamen, das habe ich schon wieder vergessen. Dumm. Dummes Balas. Und mit einem Hieb. Versuchen wir das Ganze zu beenden, schaffen es aber nicht. So, einer geht noch. Bams. Man kann ihn, ich kann mich doch so heilen. Indem ich Glühwürmchen benutze. So. Wir können einen Fähigkeitspunkt vergeben. Ausweichen. Nein, wir lernen jetzt einen Zauber. Ja, der kostet nur 4. So viel Magie habe ich nicht. Inventar. Das Zeug automatisch hergenommen? Nein.
Fertigkeiten. Gruppe. Wir kriegen anscheinend noch eine Gruppe dazu. Bekenntnisse. Was ist das denn? Okay. Sonst geht noch nichts. Man kann echt bei solchen komischen Kanten runterfliegen. Das ist doch unfair. Immerhin ist offen. Also ist alles cool. Hallo? Ah ja, da können wir wieder mit einem Lichträtsel rumspielen. Dann machen wir das mal. Hey. Endlich sind wir an unserem Ziel. Vorsicht, hier wirkt ein Zauber ganz subtil. Hinter Glas brachte mich mein gemeines Ränkespiel. Okay. Ich behaupte mal, ich muss da drauf. Okay. Rot. Sind alle roten kaputt. Okay, kann ich das irgendwie drehen? Ah! Da links ist ein Drehling. Okay. Spiel, hier, sag mal, Rätsel verstanden? Einfach. Nein, eigentlich. Muss man es erstmal sehen. Klunk. So, wir gehen den nächsten kaputt. Und dafür oben fehlt ein Stein. Wer wagt es, sich der Königin der Nacht zu widersetzen? Ein kleines Nichts mit Locken ganz rot. Ein kurzer Kampf. Und schon ist sie tot. Sie wollen unseren Tod. Ja, das ist nicht gut. Jupiters Speer. Die sind echt schwingendes Merkur. Tempo erhöht. Das ist nicht schön. Okay, einer ist fast hinüber. Oh. Hieb! Mach ihn weg! Der lebt immer noch! Der ist zu schnell, den muss ich verlangsamen. Die mobben mich. Das ist gemein. Okay, so, aber jetzt kriege ich ihn. Wünsche sammeln. Okay, wir brauchen Wünsche. Okay, wir müssen uns jetzt gerade verteidigen. Jetzt werden wir zurückgeschossen. Oh nee! So, einer weniger. Jawohl. Das macht das Ganze schon mal sehr viel angenehmer. Krieg ich den? Wir brauchen jetzt neue Wünsche. Ich kann jetzt gerade nichts machen. Enthauptung. Schmeißt mit seinem Kopf. Mach ihn weg. Okay, 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 okay. So, und dann Sternlicht. Los, Aurora. Wir schaffen das. Starlight. Bam. Ah. Hat er sich gerade geheilt? Nein, halt, geh ich zurück. So. Sternlicht und mach ihn weg. Komm. Das muss reichen. Jawohl! Puh. Das war unser erster Bosskampf.
So, MP, Magie, Magieresistenz und ein Fertigkeitenpunkt. Objekt gefunden, Magiesternstaub. Und das ist die Herrin des Lichts. Das Elementar des Lichts, keine Ahnung. Das ist Aurora, gute Frau. Madame, im Traum gefangen hält mich dieses Loch. Doch bin ich bereit, nun zu erwachen. Kind, eine Vision. Nimm meine Hand. Einst schien die Sonne über einem Land, voll saftiger Täler und weißen Gipfeln. Und nachts erglühten Burgruinen, Alabasterfarben über den Wipfeln. Im Sternenlicht und Mondenschein, eine Königin des Lichts beherrschte dieses Reich. Des Nachts wandelte sie durch den Palast, ihr Strahlen der Morgenröte gleich. Doch plötzlich verschwand sie durch üblen Streich. Die Königin war fort und mit ihr das Licht. Dunkelheit erfüllte den Palast. Der Usurpator Umbra blieb außer Sicht. Die Töchter schickte sie an ihrer Stadt. Sterne, Mond und der Sonne funkeln, raubten sie vom Himmel, ließen das Firmament verdunkeln. Dann überfielen Umbras finstere Gesellen unser Land. Sie nahmen uns das Leben mit dem Streich ihrer Hand. Mhm, Umbra ist also unser Feind. Ergreifend, Madame, sind eure Worte. Nun weckt mich auf und ich danke sehr. Red ich so fad, fallt ihr in Schlaf? Ich spreche wahr und keine mehr. Um uns liegt das Land Lemuria. Mein Kind, ich mache dir nichts vor. Der einzige Weg ist ein magisches Tor. Ein Spiegel mit einem Thron davor. Gestohlen von Umbra, Königin der Nacht. Nur ein Weg führt dich heim. Verbanne das Dunkel mit aller Macht. Befreie Sonne und Mond, damit das Licht uns wieder lacht. Nein, unmöglich, mein Vater erwartet mich. Der Glühwurm versprach mir schnelle Hilfe. Wisst ihr auch, einen Namen habe ich? Verzage nicht, mein liebes Kind. Ich schuf Igniculus, euch zu helfen. Igniculus, was für ein Scheißname. Ich nenne Igni, ein Käfer groß wie eine Nadel, zu wenig, wie ich finde. Die Gestirne zu holen, schaffe ich wohl kaum. Verzage nicht, mein liebes Kind. Sonne und Mond suche im höchsten und tiefsten Raum. Geh dahin zurück, von wo du kamst. Fahr bei einem Altar, wo du bist erwacht. Durch eines Baumes Dorn ist ein Dornenkleid. Unterwegs wird Hilfe dir gebracht. Wie erreiche ich den Himmel? Und wie die Sterne. Mein Kind, die Antwort liegt über dir. Öffne die Augen, schweif nicht in die Ferne. Oh, da oben leuchtet's. Oh, welch Wunder, welch Erstaunen. Hey, ich hab Flügel. Ich flieg wie eine Fee, als wäre es nichts. Aurora, du bist ein Kind des Lichts. Hör gut zu, behalte diese Zauberkrone auf dem Haupt. Oh, die Zauberkrone. Yay. Setz sie nicht ab, verstehst du? Nie. Noch ein letztes, bevor ich von dann ziehe. Solltest du je verzagen, dann spiele sie. Danke sehr, aber wofür ist sie gut? Ich höre dich nicht, Kind. Sei auf der Hut. Leb wohl. Warte, aber ich muss wissen, was mein Vater jetzt macht. Umgeben bin ich von endloser Nacht. Drücke W, um zu fliegen. Eine gewöhnliche Flöte. Und so wanderte Aurora durch den Forst fern von daheim. Nur die Sterne zum Hirten. Vom Glühwurm begleitet, ansonsten allein. Besorgt um das Wohl der Familie, die nicht mit ihr kam, suchte sie nach Sonne und Mond, nach ihres Vaters Arm. Und irgendwo in der Nacht, lauernd auf einem Thron im Dunkeln, wartete Umbra, die Stimme auszulöschen, Auroras Funken.
Nein, das ist auch Rohre in Ruhe. So, was haben wir hier noch? Ein starkes Heiltonikum. Ah, hier, da oben haben wir noch eine Lichtruhe. So fühlt man sich also dabei. Flieg, Aurora, du bist frei. Gen Westen. Nun, ich würde sagen, unsere Route ist klar. Nach links, wir müssen fliegen. Dann werden wir des Dornenbaums sicher gewahr. Hoch, Igniculus, versuch mich einzukriegen. Nein. Oh. Das ist ein Clown. So, aber wir fliegen nochmal zurück, weil, falls ihr euch erinnert, es gab ein Stück, da sind wir nicht hochgekommen. Da erinnere ich mich noch dran. Aber ich glaube, das machen wir lieber... Nein, das zu. Okay, wir müssen also den langen Weg nehmen. Das machen wir beim nächsten Mal, weil ich bin jetzt schon ein bisschen dabei. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch soweit. Ich finde es irgendwie echt gut, echt putzig. Vor allem auch durch diesen ganzen Gedichtstil. Ja, mal schauen, wie es weitergeht, ne? Bis nächstes Mal. Ciao.